I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hit the bell, ring ding dong. Got a steak bitch with a pink string on. Ja, hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und heute komme ich mal in eigener Sache zu euch und zwar mit einer neuen Karte. Und eigentlich wollte ich nur ein kurzes Video machen und euch die Karte so ein bisschen zeigen. Jetzt bin ich aber gestern erstmalig komplett selber über die Karte gefahren und muss sagen, ich habe da voll Bock drauf. Und es gibt nur... Und ich betone es, es gibt nur eine Sache, die mir an dieser Karte nicht gefällt. Das sind die Felder. Der Rest ist mega mäßig. Ich mache jetzt ein kurzes Video, wo ich nur mal ein bisschen von der Karte anreiße. Und ihr entscheidet dann, ob wir auf der Karte weiter Videos machen. Ich persönlich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ihr seht den Namen, Wendezeit. Der eine oder andere kann das schon erahnen, aber ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, ich habe mir dahinter nichts vorstellen können, welches Ausmaß der Modder darunter gesteckt hat, das so geil in Szene zu setzen, was es dort alles gibt. Und wir gehen jetzt mal rein. So, Bernhard absaften, wie immer. Wir nehmen alle schönen Mods mit und dann gucken wir mal. Für die erste Spazierfahrt und für den ganzen Kladderadatsch verzichte ich auch auf irgendwelche Cutscenes oder sonst da was. Das ist jetzt wirklich für euch ein kleiner Einblick, eine kleine Rundfahrt. Ich werde es auch versuchen, nicht allzu sehr auszudehnen. Und wenn ihr wollt, wenn ihr wirklich darauf Bock habt, dann machen wir hier Videos damit ohne Ende. Ja, jetzt schon ein bisschen was gesehen. Einfach nur geil gemacht. Ich finde es vom Ambiente her eine der besten, wenn nicht die beste Karte vom Ambiente her. Also es ist stimmig. Es ist auch von den Startfahrzeugen her. Da haben wir gleich mal zwei davon. Und 52er mit Rundhaube. Man auch noch selten. Dann haben wir hier noch ein Startfahrzeug. Die Startfahrzeuge sind alle direkt mit in der Karte drin. Na? Also hier nichts extra Mod. Genau. Und ich bin immer noch sprachlos. Also immer noch B231 A2 ein oder 200 und direkt HW80 in die Karte eingebaut, also als Startfahrzeug. Also oh. Ihr seht mich oder ihr hört mich immer wieder sprachlos. Ich muss mal gucken, bisschen Ton. Ganzen Klassiker hier. Hier, Multicar, Service. Auch direkt mit eingebaut. Machen wir hier. Wie gesagt, es soll wirklich bloß eine kleine Runde sein. Und ich würde euch am liebsten mit Gameplays verwöhnen. Also, Modpack ist quasi schon erstellt, was dazu passt. Und ich würde auch gerne so diesen zeitlichen Übergang machen. Noch ein ZT drin. Das heißt, dass wir halt wirklich in der Karte beides nutzen. Ihr könnt mir Mod-Vorschläge von 90er West-Traktoren in die Kommentare hauen oder uns Osttechnik-Freunde LS19 anschreiben
Wenn ihr wirklich sagt, hier, der Deutz, 90er Baujahr, passt perfekt auf die Karte, dann schickt ihr mir den, ich gucke mir den an und dann können wir den mit drauf machen. Und ich bin gestern, glaube ich, zwei, drei Runden auf der Karte gefahren. Ich habe nicht alles gesehen. Also bei weitem. Wir können mal gucken. Bin auch kein Fan von diesen Hin- und Her-Fahr-Mod-Vorstellungen, aber. Okay, was? Quäkerei, Brennerei und Handel. Das Gebäude gestern gesehen. Dato noch mehr gefunden. Nicht in jede Einfahrt rein. Aber wie gesagt, im Großteil möchte ich wirklich in Videos machen, aber letztendlich entscheidet ihr das. Neue Folge LS19 in der DDR wird auch bald kommen. Bin da gerade schon im Hintergrund ein bisschen was am Vorbereiten, muss noch einige Sounddateien einfügen in eine andere Karte. Dann hier auch der Verkehr, ne? Out. Ne? Ja. Original Ostalgieverkehr mit Sound. Mega lecker. Lass mal den Wessi mal durch hier. Eigentlich wollte ich auch, dass das Video unter 10 Minuten bleibt, aber das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Will euch nicht immer mit elendig langen Videos langweilen, aber wir müssen uns hier einfach mal ein bisschen was angucken. Definitiv. Ja, alte Minol-Tankstelle. Hintergrund fährt gerade der Zug. Trabi, mega, mega mit Sound. Ich weiß auch nicht, wie lange der Kollege da an dieser Karte Zeit investiert hat, aber es müssen mehrere Jahre schon gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er jetzt im LS19 sich gedacht hat, hier komm, schmeiß mal schnell eine Karte hin. Die existiert garantiert schon länger. Und die wurde auch immer wieder verändert, weil man sieht nichts Altes, also nichts wirklich Altes drauf. Manche schleifen ja ihre Maps so von LS11 zu LS19 durch. Und dann war's das. Ach, der Fleischer ist noch hin. Den wollte ich unbedingt zeigen. Aber was machen wir dann nochmal? Da flitzen wir nochmal schnell hin. Kriegen wir hin. Auch so die Wege und Details, ne, alles mega genial gemacht. Und ich weiß selber, ich habe noch nicht alles gesehen. Wie gesagt, ich habe gestern noch Bilder bekommen von einigen Gebäuden, wo ich mir sage, wo stehen die? Also zweimal über die Karte gefahren und die Gebäude nicht gefunden. Und ich weiß, selbst wenn ich das Video jetzt hier eine Stunde ziehen würde, ich würde nicht alles zeigen können. Nicht in der Vielfalt und dem, an dem, was man alles so erblicken kann. Ich bin gestern ein bisschen durch den Wald gelaufen und habe vom Jäger irgendwie das Horn gehört. Oder hier auch so diese ganzen alten Ruinen, die hier immer mal stehen. Oder halt sowas, ne?
Auch total genial, ne? Also, wenn man auf Karten steht, die so ein bisschen lebendig wirken. Also, viele bauen ja so eine Karte und dann hast du deine Felder und dann kannst du da ackern. Und dann steht auch nirgendwo was am Rand, die sind halt ziemlich clean. Mag ja auch okay sein, eben das eine. Aber wenn die Karte so ein bisschen lebt, wenn du so überall eine Geschichte so ein bisschen drauf aufbauen kannst, dann finde ich, macht das wesentlich mehr Spaß. Genau, wir fahren jetzt mal zur Fleischerei. Oh nein. Zug kommt. Ortsmäßig am Sack. Mega geil, ne? Bin ich tierischer Fan von, ne? Also maximal. So, jetzt fahren wir mal zum Fleischer. Auch geil gemacht, finde ich. Wer diese Zeit erlebt hat, sehr detailliert gemacht. Und es passt halt, es war halt damals so auf dem Dorf, ne? Ah, hier spazieren sie noch alle fröhlich rum. Schon wieder mäßige Geschwindigkeit drauf. Einfach nur genial, ne? Also da hat sich einer richtig, richtig Mühe gegeben. Ja, mag jetzt für den einen oder anderen blöder Anblick sein, aber es ist halt so gewesen, ne? Ja, Anlieferung, zack, zack, zack. Der hier mit AW60. Und hier ist der Tierhandel gleich mit dran. Einfach nur mega. Also, ich habe selten eine Ostalgie-Karte erlebt, die so detailverliebt ist. Die ist nicht. Aber sie ist denn besonders groß. Die ist schon ordentlich. Also, wenn man sich die Größe der Felder anguckt, kannst du da schon ordentlich eine Bockwurst vom Teller ziehen. Aber sie ist halt nicht übertrieben. Und wir fahren jetzt mal zum Wendepunkt quasi. Also wir haben es jetzt schon 13 Minuten lang geschafft, in der Ostalgie-Ecke rumzugondeln. Hier ist übrigens der Shop. Mit dem guten Tika. Ey, Mann. Halt mal kurz am Grenzposten. Gute Güte. Schöne NVA L60. Schönes Ding. Kübel. Da fahren wir mal rüber. €800 Zollabgabe.
So, und nun sind wir im Westen quasi. Und es fällt halt sofort auf. Du hast halt eine schöne, strikte Trennung. Du hast hier noch einen Barkas oder einen Trabant oder einen Wartburg, der hier mal durch die Gegend fährt. Aber ansonsten bist du jetzt im Westen angekommen. Und selbst hier bin ich gestern ja auch mal durch, um zu gucken, ob ist wirklich ein Kontrast da. Und du siehst es halt sofort. Gebäudestruktur ist anders. Also, weiß ich nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Was haben wir da? Weberei, Striesing. Wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber der Modder dieser Karte hat sich richtig, richtig mega Mühe gegeben. Umso schöner ist es, muss ich mit einem Wachen. Ja, ein waches und ein müdes Auge und ein lachendes und ein weinendes Auge, muss ich sagen. Danke an den Modder, dass er da mir so vertraut und mir die Karte gegeben hat. Die bleibt natürlich privat. Andererseits muss ich mit dem traurigen Auge sagen, es ist schade, dass diese Karte wirklich privat bleibt. Welche Gründe das hat, ist mir persönlich nicht bekannt und interessiert mich auch nicht. Ich finde es einfach nur schade, weil die Karte ist wirklich mega geil. Aber damit müssen wir leben. Die Entscheidung müssen wir respektieren und das werden wir auch. Karte wird auch nicht weitergegeben. Wie gesagt, sie bleibt bei mir privat und damit ist gut. Ich bin froh, dass ich die Karte bekommen habe und dass ich die Erlaubnis bekommen habe, damit Videos zu machen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey komm, leg los, mach hier Ostalgie zu Westzeit, Wendezeit, 100 Videos, gönn dir. Dann legen wir hier richtig los. Also, wir fahren ja jetzt hier nur mal schnell mal so durch. Ich werde wahrscheinlich wieder Zollabgaben zahlen müssen. Ja. Aber das ist zweitens. Aber so genial gemacht, ne? Hier. Bordwesten, hier Windräder, alles. Dies, das, Ananas. Wir fahren jetzt mal wieder hier rum. Wir fahren nochmal hier. Haben wir noch Jim Beam. Von der Soundkulisse her, ne? Du hast halt immer irgendwie Geräusche, hier ist mal wieder ein aktuelles Fahrzeug. Sehr gut gemischt. Dann hast du mal wieder einen Wartburg. Pferde, genau. Hafen. Na, dann fahren wir erstmal wieder zurück. Da wird es wieder Zollabgaben geben an der Grenze. Macht uns nichts. Selbst der alte Bus ist mit Sound, ne? Mega. Jungs, macht's gut. Herzlich willkommen, je nachdem. Holzfäller. Ja, Mischfutter, Kühe, Silageproduktion, Brauerei, Wasser. Alles da. Wie gesagt, das eine Gebäude habe ich noch nicht gefunden. Aber ich werde mich immer weiter auf die Suche begeben. Erstmal zum Hoch zurück. So einfach finde. Na genau. Nächste links. Was? Wie gesagt, das Einzige, was mir hier nicht so gefällt, das sind halt die rechteckigen Felder. Aber damit kann ich letztendlich auch leben. Also, man macht sein Vorgewende und holt das Zeug runter und fertig ist der Lack, ne? Und wenn es mich stört, mache ich hier mit dem Flug noch einen Haken rein. Also. Dahinter am Bahnhof muss vielleicht auch. Na, irgendwo finde ich schon den Puff mit Ritze.
So, jetzt haben wir es trotzdem auf 20 Minuten gebracht. Na ja gut, für diesen kleine OKF, quasi die Ortskontrollfahrt durch die Wendezeit. Schön, schön, dass ihr mir dabei zugeschaut habt. Und ich hoffe wirklich, dass ihr Bock drauf habt, ne? Also wir können hier megamäßig Zeit investieren. Kartoffeln, Rüben, alles da. Ich könnte ja einfach den ganzen Tag spazieren gehen, ne? Weil man immer wieder irgendwas. Keine Tor? Stimmt irgendwas. Okay. Ruinen überall. Mega. Hier haben wir noch Aufhaus des Westens. Ja. Na ja gut, gehen wir wieder zurück zur LPG. Zack, die schnellen Stiefel. Ja, also als Grundkonstrukt ist echt alles vorhanden, was man braucht. Und ihr entscheidet nun, was wir machen. Also sagt ihr, ja, ist ja schön, dass du die Karte hast, aber nee, mach mal lieber Lehen drauf, Schönebeck weiter. Oder sagt ihr, ja, komm, gönn dir. Mach beides, Ostalgie, Wendezeit. Räume hier den Hof ordentlich auf und dann geht das los. Damit haben wir es auf 22 Minuten geschafft. Würde euch eigentlich gar nicht so lange belästigen. Aber könnt ihr den ganzen Tag hin und her laufen, ne? Mega gut gemacht. Damit bin ich erstmal raus. Ihr schreibt es in die Kommentare, schreibt es auf Facebook, kommentiert, schreibt uns Nachrichten, WhatsApp, ja, geht allen einfach auf den Sack und damit bin ich erstmal raus, euer Hellraiser.